Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Factorio. So, wir haben im letzten Part nochmal die Raketentreibstoffproduktion etwas erweitert. Wir haben das Ganze auch ein bisschen ausgebügelt, ein paar Kleinigkeiten entproblematisiert, sage ich jetzt mal. Haben auch in den letzten Parts im Allgemeinen ein bisschen mehr uns um die Stromversorgung gekümmert. Die Stromversorgung dürfte jetzt auch deutlich besser sein und deutlich angenehmer laufen, was ich super geil finde. Dann, die dürfte auch ein bisschen stabiler laufen im Verhältnis zur Restzeit. Holy damn, ist das lange Zeit an unserer Nase vorbeigelaufen. So. Aber etwas, worum wir uns jetzt kümmern müssen, sind die blauen Chips und dazu halt eben auch die roten Chips. Ich bin der Meinung, dass es eigentlich andersrum gehört. Genau, so rum. Weil wir haben noch relativ viel grüne Chips, die benötigt werden. Und die würde ich, glaube ich, gerne mit einem eigenen Band versehen. Und das möglichst die nahenden, also näheren. So. Das heißt also, das hier ist reserviert für die grünen Chips. Und das hier ist reserviert für die roten. So, weil ich habe jetzt bis jetzt, so wie weit ich gesehen habe, noch keine anständige Produktion für die blauen Chips. Zumindest keine, die ich jetzt hier für Raketenbauteile wirklich ja, verwenden kann. Ich habe so einen kleinen Ansatz normalerweise hier an den Sulfuric Acid Transfer. Ja, hier in dem Teil hier. Das ist meine ganze blauen Chips Produktion. Bis dato habe ich sie nicht wirklich im industriellen Maßstab gebraucht. Naja, gut. Aber die Sulfuric Acid reicht noch. Und das reicht jetzt auch noch im Allgemeinen. So, das kommt auch noch gut hin. Mhm. Jo, die ist auch noch voll. Und ja, die momentan ist jetzt die, aufgrund unserer Ölproblematik, die wir vorher hatten, ist jetzt das Petroleum ein bisschen am Hinterherhinken. Sollte jetzt nicht das Problem sein. So. Das heißt, wir brauchen jetzt noch eine grüne Chipsproduktion. Die würde ich sagen, machen wir hier gleich. Ja, ja, machen wir hier. Mhm. So, ich benutze jetzt für das hier mein neues Muster. Und noch dazu verkehrt rum. Supergeil. Und ich bin auch gleich am Überlegen, ob man es nicht hier irgendwie etwas anpassen kann, weil das ist noch das neue Muster, was ich mir aufgrund der neuen, ja, wie soll man sagen, Fabrik-Layout, das ich mir jetzt erstellen musste, noch anpassen muss. Und es ist, manche von euch werden es vielleicht kennen, aber es ist nicht, es ist nicht ganz identisch mit dem, was die Leute wahrscheinlich dann vermuten werden, was es ist. So, weil es ist auf jeden Fall schon mal optimaler ausgelegt. So. Aber es gefällt mir nicht so, wie es in... Ich habe nämlich den... manche von euch kennen vielleicht den Speedrun von Factorio. Und so ähnlich ist das hier auch. Bloß habe ich mir jetzt ein anderes Muster überlegt, was mir persönlich besser gefällt. Vor allem, weil es ein bisschen cleaner ist im ganzen groben Ganzen. Im ganzen groben Ganzen. Super deutsch. Quax, du hast es mal wieder... Du hast es mal wieder den Nagel auf den Fuß gehauen. Naja. So. Und ja, da werde ich jetzt ein bisschen was anpassen. Es ist ein bisschen komplizierter, ja, wohl wahr. Aber ich persönlich finde es angenehmer. Und, ja. Es sieht schöner aus. Es passt besser in mein Muster hinein. So. Hier. Oder wir machen was. Wie gesagt, ich passe es noch nebenher ein bisschen an, weil mir das noch nicht ganz so gefällt, wie ich es aktuell gebaut habe. Es ist ein bisschen breiter. Sieht ein bisschen chaotischer aus, aber ist ein Modul, was man kopieren kann. Und das gefällt mir nun mal sehr. Gut, das kommt hier hin. Das sind die Kontaktstellen vom Modul. Das können wir uns dann hier auch sparen. Im Prinzip auch das hier. Genau. Genau. So. Das hier hat Strom. Das hat Strom. Wir haben eine neue Forschung. Die neue Forschung wird... Ja, was wird die denn? Die wird, ich sage jetzt mal, die neuen Military Weapons. Mhm. Gut, dann
Hier. Hier kommt Kupfer hin und das hier wird Eisen. So. Nehmen wir was anderes. So, gefällt es mir besser. Genau. Das ist ein Template, das man verwenden kann. So. Und das dürfte dann auch soweit funktionieren. Gut. Dann brauche ich jetzt noch eine Kupfer- und eine Eisenproduktion. Und was ich auch brauche, ist Landfill. Komm, gib mir mal kurz mein Zeug. So, sehr schön. Landfill, wie viel haben wir denn schon beieinander? Knapp nichts. Knapp nichts. Also, das ist wirklich nicht viel, was wir hier haben. Shoddy, shoddy. Ich mache dann hier einfach mal so ein Schnittstück rein und cut das hier mal in Teile auf, damit das Ganze ein bisschen funktionaler wird. So. Aber wir haben jetzt schon wieder fast 100er Verbrauch. So. Dann haben wir hier den Autofiller. Wo haben wir denn? Wo ist er denn? Hier ist kein Autofiller? Das kann ich irgendwie fast nicht glauben, ne? Hier muss doch irgendwo ein Landfill. Wo ist es? Da ist es. Tatsache. Die haben den Autofüller rausgeschmissen. Warum? Das war das super Teil. Das muss ich von Hand machen. Ih. Normalerweise ist da so ein kleines Modul mit drin, was die Form rausrate, also rausfindet, wie viel man hierfür braucht und das automatisch gleich auffüllt. Aber nein. Ist nicht mehr mit bei. Ah, hässlich. Gefällt mir gar nicht. Gut, auf jeden Fall. Das hier ist ein bisschen weniger Platzverbrauch und dieses Muster. So. Und das hier brauchen wir. Dass man das nicht drehen kann, ärgert mich ein bisschen. Aber gut, das ist jetzt okay. Das ist eh okay. So. Und so. Und so. So habe ich gesagt. Das haben wir drei anständig ausgelastete Funktionen. Also von den Produktionen. Dann kommt natürlich jedes zweite auf ein anderes, auf einen anderen Greifarm. Wobei die brauchen noch ein bisschen mehr, weil die sind recht langsam. Das ist auch ein bisschen doof, dass die nicht gleich schnell sind wie die schnellen. Sie sind schneller als die gelben, aber langsamer als die blauen. Das ärgert mich wie Sau. Ungleichmäßig. Unverhältnismäßig, wie so schön heißt, ne? So. Dann machen wir hier jetzt einfach mal unsere Kupferproduktion hin. Ja, ich sehe die Krux dabei. Genau, hier ist das Richtige. Hier. So. So stimmt's. Gut, ich habe doch einen Plan für die ganzen Öfengeschichten, ne? Das ist verkehrt herum. Oder nee, doch, dürfte stimmen. Doch, das funzt. Doch, das funzt. Gut, dann nehmen wir das auch gleich her. So. Passt das? Das passt. Und zack. Das ist die Kupferproduktion, mit der wir dann halt eben die ganzen Kabel versorgen. Der Punkt hierbei ist mit den, das mit den Splittern ist mir noch nicht ganz so, damit bin ich noch nicht ganz so begeistert von. Aus dem simplen und einfachen Grund, hier kommt 100% hier rein, hier wird 50% abgegeben, dann kommt hier nur noch 50% weiter, davon wird 50% abgesplittet, hier sind 25%, hier sind 12,5%, hier sind 6,25% und so weiter. Das heißt also, wenn alles hier wirklich unter Volldampf laufen würde, theoretisch, was es meistens nicht tut, ist das eigentlich eher ein negatives Konstruktum und da bin ich noch nicht ganz zufrieden mit. Ich werde jetzt einfach mal dieses Gepiepe ausschalten. Ich mache erst noch mal schnell die Öfen fertig. Oder ich muss ja eh gerade warten wegen dem Landfill-Zeugsel. Dann kann ich mir nachgucken wegen, was da so fietscht. Und da möchte ich mal kurz gucken wegen der Abdeckung. Ja, komm schon.
Wo habe ich eigentlich mein Auto geparkt? Rentiert sich das noch hochzugehen und dann runterzugehen? Ich glaube, die Strecke ist so lang, das rentiert sich tatsächlich. Mhm. Dann haben wir das ständige Feature mal aus den Ohren. Ich muss ja dazu sagen, falls die Leute das schon aufgeregt hat, ich bin Factorio-Spieler von den früheren Versionen. Ich habe dieses Geräusch schon komplett ausgeblendet. Das ist bei mir gar nicht mehr im Hirn vorhanden. Weil das war früher, war das überhaupt nicht weggesilenced, sondern nur, es war immer da, sobald ein Angriff kam. Ob er wichtig war oder nicht, ist völlig egal gewesen. Aber du hast die ganze Zeit dieses Gefeature gehabt. Die ganze Zeit. Die ganze Zeit, du konntest nicht aufhören. Da! Und das ist ja das, wo man dann sich nach Zeit dran gewöhnt. Das ist dann halt so. Moment. Wow, oh, das war knapp. So. Was haben wir jetzt damit gemacht? Wir haben Bahn mitgenommen. Okay, das ist nur. Solange es nur Bahn war. Nein. Ich mag das Autofahren hier nicht. Diese Tank Controls im wahrsten Sinne des Wortes. Oh Mann. So. Uah. Gerade ausgewichen. In diese Richtung ungefähr war das. Speichern. Habe ich nur das Gefühl, oder sind wir im Auto nur marginal schneller? Hm. Relativ. So. Dann steigen wir mal aus. Und sie reparieren den ganzen Kram auch. Es ist auch in der Abdeckung. Also, was meckerst du? Warum ist das nicht mit drin? Es ist in der Abdeckung. Und das hier ist auch alles miteinander schön verbunden. Ah. Kann das sein, dass das hier unterbrochen wurde jetzt? Und dass das deshalb fehlt? Mm. Hm. Das ist natürlich möglich, dass ich da versehentlich die Verbindung unterbrochen habe. Hm. Dann schauen wir uns das mal schnell an. Wir fahren nur 90 km/h. Das muss ein amerikanisches Auto sein. Es ist ja mein Auto, aber naja, you know. So. Erstmal Forschung. Da machen wir mit Granates die neuen. Ja, ich glaube, ich habe die Verbindung unterbrochen. Nein! Okay, ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. Gut, dann muss ich die hier jetzt wegreißen. Verbindung muss immer bestehen bleiben. So. Ist das auch, jetzt hat das auch wieder eine Connection und das dürfte jetzt eigentlich aufhören. Theoretisch. Ist jetzt auch nur eine Frage der Praxis. So. So. Dann kümmern wir uns wieder um... Das Kupfer hier ist auch ziemlich mager geworden. Ja. Ja. So. Ziemlich mager, meine Herren. Die Ausbeute war früher höher. Mhm. So. Gut, damit ist das hier auch erledigt. Warum das da steht, habe ich keine Ahnung. Das oxidiert dann noch vor sich hin. Gut. So weit, so gerade. So. Dann gucken wir das uns nochmal an in Bezug auf die grünen Chips, die wir da oben machen. Wir haben nämlich noch eine Produktion von Landfill, die noch ja, Aufmerksamkeit von uns bedarf. Dann können wir das hier auch mal kurz aufräumen. Gut, gut, gut. Hier sind Prärien, hier ist auch Landfill gedöns. Da könnten wir noch ein paar von den Minern dazu bauen. Mhm. So. Dann ist da auch ein bisschen mehr Massenabnahme.
Und hier ist auch wieder fast nichts drin. Naja, gut, wir haben auch fast nichts an Zeit investiert. Daher. So. Dann ist das jetzt auch soweit schön. Nein! Ah! Nee! Ah, verdammt! Hässlich! So. So, da dürfte das jetzt noch daneben packen. Genau, das hier ist Kupfer. Dann kümmern wir uns auch gleich um Kupfer. So. Denn das kommt dann hier hin. Nee, hier hin. So. So, hier. Zack. Und. Ja, komm schon. Bleib stehen. So. Das kann hier wieder weiterlaufen. Das kann hier so rüber. Selbiges für hier. So. Und so. Mhm. Luft. Sind noch alle Öfen da? Gut. Passt. Dann dasselbige nochmal in Eisen. So. So. 1, 2, 3. Schon ist der Schabernack vorbei. So, das dürfte jetzt erst einmal ein bisschen reichen. Das Eisen können wir um ein paar Umwege züchten. Also herumfahren lassen. So, dann. Stimmt das soweit? Jetzt muss ich es nur noch anschließen. Genau, hier. Das läuft dann alles schon soweit. Das ist so schön und gut. Und zack. Nur das Ganze noch ein bisschen ausgleichen, damit das Ganze ja auch ein bisschen gleichmäßiger verteilt wird. So, hier kommt das hin. Eisen ist immer das, was schöner funktioniert als die anderen. Ich weiß nicht, warum. Das müsste in dem System normalerweise drin sein. Von der Aufmachung her und von der Art und Weise, wie es gebaut ist. Das heißt also immer, dass der Äußerste am einfachsten geht. Aber, naja. Ist vielleicht auch nur emotionale Einschätzung. Nö. So. Es ist aber deutlich schöner verarbeitet. Das heißt, man hat hier direkt einfach Abgänge. Gut, passt. So, läuft. Jetzt brauchen sie noch Strom. Und dann läuft der ganze Kram. Der Rest kommt von selber. Dann dürfte das hier soweit auch funktionieren. Genau, das haben sie soweit alles intus. Das Eisengedöns kommt dann schon mal her. Die ganzen Geräufer sind jetzt gerade am Laufen. Es feuert an. Die ersten Eisenteile kommen her. Die Maschinen sind am Laufen. Ich werde vielleicht ein bisschen mehr Eisen brauchen. Kann auch sein. Vielleicht ein Ticken mehr. Gut, aber es läuft. Jetzt brauchen wir noch die roten und die Sulfuric Acide. Die Acid, die kriegen wir, indem dass wir hier. Ah, machen wir dann System. Nee, wir machen da erstmal nochmal eine. So, Acid ist damit gebonkt. Jetzt muss das rote Chips-Gedöns hier runter. Ja, machen wir's. So. Es geht fast gerade nicht anders. Ist nicht schön, aber selten. Mhm. So. Haben wir noch rote? Nee, haben wir nicht. Mhm. Gut, dann drehen wir das noch schnell um. Dann ist das auch soweit ganz schön und gut. Wo sind die roten jetzt hin? Ach, das läuft noch. Ich habe da meine Tasse vorstehen. Nein! Verdeckt mir das Bild. So. Jetzt müssen wir noch so schnell anschließen. Was macht das Unkraut hier? Das gehört hier nicht hin. So. So, weg und weg. Alles schön. Muss schön sauber sein. Alles unkrautfrei.
So, dann haben wir das hier soweit. Dann schließen wir noch schnell das hier an. Wieder eine rote Jumper. So, und eine Underground Belch. So. Dann ist das soweit angeschlossen. Jetzt muss natürlich halt hier der Kasten voll werden oder ich begrenze den Kasten entsprechend. So, genau hier. Das reicht schon. Warum geht das nicht schnell weiter? Weil kein Petroleum da ist. Das muss ich mir noch drum kümmern. Gut, aber theoretisch luft's. Und das soll es so sein. Cluster Grenade. Die habe ich auch noch nicht ausprobiert. Na gut, das sehe ich dann nachher irgendwann einmal. Die da dann. Und irgendwann einmal ist eigentlich ein guter Stichpunkt oder ein Stichwort. Denn irgendein andermal ist im nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen und wir sehen uns dort. Für die Gott.